Hallo Sammlerfreunde, diese sogenannte Dell-Sonderausgabe, ein Nachdruck vom Verlag Splitter, der im Zeitraum 1994 bis 1997 auf den Markt kam, war mir eigentlich lange nicht bekannt, ehe ich zufällig auf einer Verkaufsplattform so einen Band sah. Die 7 Bände der Gesamtausgabe habe ich dann nach und nach für meine Sammlung im Zeitraum 2016 bis 2023 erstanden. Der Gesamtkaufpreis der 7 Bände lag bei etwa 23 Euro. Im Jahre 1954 kam der Film Prinz Valiant von Henry Hathaway in die Kinos. Die Hauptrolle spielte Robert Wagner. Bei dem Film handelte es sich um keine Originalverfilmung der Comicserie, welche von Hal Foster geschaffen worden war, sondern die Handlung war nur an die Comicsfigur angelehnt. Der Dell Verlag schuf wegen des großen Erfolges des Filmes noch im gleichen Jahr zu dem Film ein passendes Comics. Mit den nachfolgenden Bänden wurde vom Dell Verlag versucht, die Bekanntheit der originalen Comics von Hal Foster und der Aktualität und den Erfolg des Filmes für seine eigene Prinz Eisenherz Comicserie zu nutzen. Dadurch entstand eine eigenständige Serie, bei der man auf den Titelseiten mit dem Vermerk Best of Comics Strip bei Hal Foster oder manchmal mit dem Hinweis All Brand New Stories deutlich machte, dass es sich hier nicht nur um einen einfachen Nachdruck der Sonntagsseiten von Hal Foster handelte, sondern um neue Abenteuer des Prinzen Eisenherz. Die Zeichnungen für diese Comics stammen von Bob Fujitani. Robert Bob Fujitani wurde am 15. Oktober 1921 als Sohn japanisch-irischer Eltern in Cripplebush, New York, geboren. Im Alter von 18 Jahren begann er ein Studium an der American School of Design in New York. Nach etwa 1,5 Jahren beendete er sein Studium vorzeitig, um einen Job bei Will Eisner anzunehmen. In den 1940er und 1950er Jahren arbeitete Fujitani mit vielen verschiedenen Verlagen, die hauptsächlich im Bereich Comics tätig waren. Bob zeichnete unter anderem bei den Comics Hackman, Catman, Flying Dutchman, Skywolf, Duroc, Son of Stone, Dr. Solar, Man of the Atom mit. Er gehörte auch zu den Produktionsteams von George White, Mandrake the Magian, Rip Kirby und Flash Gordon. Die Dell-Sonderausgabe aus den Jahren 1954 bis 1958 mit dem Originaltitel Prinz Valiant wurde 1994 bis 1997 beim Verlag Splitter in München als Nachdruck herausgegeben, wobei der erste Band der Dell-Ausgabe im Zuge des Filmes geschrieben, bei der Splitter-Ausgabe als Band 3 umgesetzt wurde. Von den vierfarbig gestalteten Alben gibt es jeweils einen Softcover-Einband und auch einen Hardcover-Einband. Die Hardcover-Ausgaben waren je Band limitiert auf 500 Exemplare. Der erste Band dieser nur 7 Bände umfassenden Ausgabe wurde im Jahr 1994 herausgebracht. Der letzte Band, Nummer 7, erschien erst 1997. Natürlich wurden die damaligen Bilder von Dell nicht eins zu eins übernommen. Manche Comicsammler meinen daher, dass hier die Zeichnungen bei Splitter viel einfacher gestaltet wurden. Ich denke aber, dass es sich hier um eine moderne Bildfassung im Stil der 1990er Jahre handelte. Klar, wurde bei Splitter kurz vor der Jahrtausendwende anders gedruckt und gestaltet, als es in den 1950er Jahren der Fall war. Ein weiterer Unterschied ist die Verwendung von Sprechblasen bei der Splitter-Ausgabe, was beim Original von Dell nicht der Fall war. Meiner Meinung nach gehören die Splitter-Ausgaben durchaus zu den hochwertigen Comics der Prinz Eisenherz-Bände. Was die Serie von Splitter meiner Meinung nach auch besonders für Sammler und Fans von Prinz Eisenherz interessant macht, ist, dass sich in jedem der Bände ein Vorwort und ausführliche Informationen zu Prinz Eisenherz von Wolfgang Fuchs findet.
Außerdem informiert er über die Tell-Serie und den Aufstieg und Niedergang des Tell-Verlages. Fuchs war Sachbuchautor, freier Journalist und Übersetzer und gilt heute als erster Comicsforscher in Deutschland. Zusammen mit Reinhold Reitberger schuf er im Jahr 1971 das Comic-Standardwerk Anatomie eines Massenmediums und im Jahr 1978 folgte ein Comics-Handbuch. In Zusammenarbeit mit Maurice Horn arbeitete er an der World Encyclopedia of Comics mit. Für den Polischanski Verlag übersetzte Fuchs den englischen Originaltext für die Ausgaben 1970 bis 1986. In der goldenen Ausgabe des Polischanski Verlages von Prinz Eisenherz 1983 bis 1985 finden sich einige interessante Details zum Comics Prinz Eisenherz und Hal Foster, geschrieben von Fuchs. Der Splitter Verlag wurde 1988 von Hans-Jürgen Janetzki gegründet. Der im Jahr 1943 geborene Janetzki absolvierte ursprünglich in Berlin eine Lehre als Konditor. Danach zog er von Berlin nach München. Dort begann er mit Comics zu handeln und eröffnete schließlich mit Jürgens Comic Shop einen der ersten Comic Shops in Deutschland. Janetzki wirkte auch bei der Gestaltung eines allgemeinen deutschen Comics-Preiskataloges mit. Anfangs bestand das Verlagsprogramm aus franco-belgischen Comics, was aufgrund der Vormachtstellung dieser Comics damals im europäischen Raum eigentlich bei vielen Comics-Verlagen der Fall war. 1996 gewann sein Verlag beim Comicsalon Erlangen den Max- und Moritz-Preis für den Comics zu. Im Jahr 2000 musste der Splitter Verlag Konkurs anmelden. Seit Mitte 2006 werden mit Janetzkis Genehmigung unter dem Namen Splitter wieder qualitätvolle Comics herausgegeben. Mitbegründer des neuen Splitter Verlages war der Zeichner Dirk Schulz, der seine Comicserien Indigo, Schick und Chloe und Parasiten ursprünglich von Janetzki selbst verlegen ließ. Zuletzt engagierte sich Janetzki neben dem Handel mit Comics zunehmend in der Figurenbranche, wo er mit Comicsmotiven wie Prinz Eisenherz Erfolg hatte. 2009 verstarb Hans-Jürgen Janetzki auf der Reise zu einer Figurenmesse. Durchschnittlich werden für einzelne Bände der Tell-Sonderausgaben von Splitter von Händlern und privaten Verkäufern im Zustand 1 bis 2 um die 4 bis 7 Euro verlangt. Die wenigen Bände, die man im Handel findet, wobei die Bände 1 bis 3 weit seltener auftauchen, sind in der Regel meist im Zustand 1, was angesichts des Alters und meiner Meinung nach wegen der hohen Qualität des verwendeten Papiers auch kein Wunder ist. Ein interessantes Thema der Serie sind die Hardcover-Bände, wobei jeder Band auf 500 Exemplare limitiert wurde. Aufgrund der geringen Auflage im Verhältnis der Fans von Prinz Eisenherz Comics könnte man vermuten, dass diese Bände besonders hoch gehandelt werden. Deren Handelspreise entsprechen aber in der Regel tatsächlich den Katalogbewertungen und liegen so um die 15 Euro je Band. Die Gesamtausgabe der Hardcovers sind auch im Handel immer noch zu finden, wobei mir damals vorkam, dass diese noch häufiger waren als die Gesamtausgaben der Softcover, was aber sicher damals, als ich nach diesen Ausgaben suchte, eher tagesabhängig war. Die Gesamtausgabe mit Softcover-Einbänden wurde auf einer Verkaufsplattform in Erhaltung 1 im Jahre 2023 für 40 Euro zum Sofortkaufenpreis angeboten, also ungefähr 5,70 Euro je Band. Da der damalige Verkaufspreis 1994 bis 1997 bei 19,8 D-Mark, also umgerechnet bei 9,9 Euro lag, kann man in diesem Fall nicht von einer Wertanlage sprechen. Bei diesen Exemplaren sehe ich das oberste Niveau für eine Wertentwicklung annähernd erreicht. Selbst in den nächsten 50 Jahren wird sich hier preismäßig nicht mehr viel tun. Die Prinz-Eisenherz-Leser und Sammler sind in der Regel, und dazu zähle ich mich auch, lauter alte Herren.
und die Generationen nach uns haben ihre eigenen Comics-Helden und Mangas. Daher war die Ausgabe von Prinz Eisenherz von Splitter so etwas wie der letzte Tribut zu diesem Thema. Zwar gab es auch danach noch einige wunderschöne Prinz Eisenherz-Ausgaben, entweder nach der Hal Foster-Serie oder den Tell-Bänden, keine Frage, aber ich vermute, diese trifft das gleiche Schicksal wie die Splitter-Ausgaben. Die interessierten Fans und Leser werden wegsterben und daher die Nachfrage stark fallen, was letztlich einen Wiederverkauf zu einem ordentlichen Preis erschweren wird.